Wie bescheuert muss man sein, dass man Menschen aufgrund einer einzigen Tatsache in Schubladen steckt und diskriminiert und fertig macht? Wie dumm. Loser. Aus dir wird niemals etwas werden. Du bist so eklig. Mit so jemandem wie dir möchte ich nichts zu tun haben. Wenn du dich nicht änderst, landest du irgendwann auf der Straße. Schwer gestört bist du. Warum kannst du nicht wie all die anderen sein? Schau dich nur an, du Fettsack. Du dürre Bohnenstange. Geh zurück, wo du hergekommen bist, du dreckiger Kanacke. Du Scheißkartoffel. Du Nazi-Ossi. Ich würde mich an deiner Stelle schämen, du blöde Schwuchtel. Du dämliche Hete. Wie kann man nur so sein, du abnormaler Mensch? Was geht nur in uns Menschen vor, sich gegenseitig so zu beleidigen und zu verletzen? Ist das Anderssein wirklich so beängstigend, dass wir uns gegenseitig förmlich seelisch abschlachten müssen? Gewalt und Mobbing sind die einzige Form des Andersseins, die ich niemals akzeptieren werde. Ich habe bunte Menschen schon immer eher als Inspiration angesehen, habe mir geschaut, wie man trotz Ecken und Kanten trotzdem erfolgreich sein kann. Und heute Abend möchte ich euch gerne meine Geschichte erzählen, wie ich trotz meines Andersseins erfolgreich wurde. Denn niemand versteht es besser, wie man mit schwierigen und scheiß Startbedingungen im Leben trotzdem erfolgreich werden kann, als ein Grieche, der mit Gewalt in der Kindheit, Schusswaffen auf dem Küchentisch, sowie einem schwulen Ziehvater und einer Transe am Kochherd einen ziemlich untypischen Weg zu 3 eigenen Unternehmen, Führungserfahrung von über 400 Wegbegleitern, sowie 10 Jahren Trainererfahrung und über 100 erfolgreichen Coachings hingelegt hat. Mein Name ist Dennis Leonidis und das Anderssein ist das Geheimnis meines Erfolges. Dass mein Leben nicht ganz so normal verlaufen würde, das merkte ich ziemlich schnell, als ich ins Wohnzimmer kam und meine Mama weinend auf dem Stuhl sitzen sah, weil zuvor das SEK kam, um meinen Stiefvater abzuholen. Zu diesem Zeitpunkt war ich 5 Jahre alt und lernte da schon Dinge über das Leben, welche mir meine weiteren Schuljahre niemals beigebracht haben. Und dass ich 2 Jahre später auch merkte, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, als mich meine Mitschüler alle komisch anguckten, als ich von der Gewalt zu Hause und der Bombenstimmung berichtete, entging mir auch nicht. Die gute Nachricht ist, ohne jetzt darauf einzugehen, was alles so durch die Gegend flog und wofür es einen in die Fresse gab, dass ich heute hier vor euch stehe und mir es gut geht und meine Familie glücklich im Publikum sitzt und uns allen gut geht. Das haben wir meinem Onkel zu verdanken, der uns in einer Nacht-und-Nebel-Aktion herausgeholt hat. Aber wer jetzt glaubt, dass mein Leben danach normaler wurde, der irrt sich ganz gewaltig. Denn mein Onkel, der ist schwul. Und das bringt ganz andere Farbanteile in ein Leben mit rein, die ich bis dahin auch noch nicht kannte. Ich sage mal so, Männer, die sich selbst die Verzaubernden nennen, für das normale Auge schrille Persönlichkeiten mit leichtem Hang zur Selbstinszenierung. Für den Kenner verzaubernde Männer mit High Heels, pinken Perücken, Goldfischhandtäschchen, singend und trällernd auf dem Küchentisch zur Vicky Leandros, ich liebe das Leben. Ja, ihr Lieben, es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Käfig voller Narren. Und ich glaube, ihr ahnt es schon, wie oft ich in meiner Kindheit Bodyguard und Whitney Houston auf- und abschauen musste. Und was das mit einer hetero-ambitionierten Südländerseele wie mir so gemacht hat, das seht ihr heute. Wobei das Augenzucken habe ich echt ganz gut unter Kontrolle bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Urknall es gegeben haben muss an meinem 14. Geburtstag, als ich pünktlich um Mitternacht meine Pubertät eingeleitet habe? Ich meine, so ein Typ wie ich,
Ich kürze es ab, aber seid nicht so hart und denkt an meine Vita. Über 200 saudämliche Dorfschlägereien, von der Realschule geflogen wegen 240 unentschuldigten Fehlstunden, öfter mal mit dem grün-weißen Partybus der Polizei nach Hause gekommen, öfter mal beim Clown erwischt worden, Abendrealschule abgebrochen, Pädagogikschule abgebrochen, der Familie auf der Tasche gelegen, gesoffen, gekifft, gefeiert, schwarz am Bau gearbeitet und am Ende einfach nur noch Teller gewaschen. Oh ja, kurzum, ich war der Meister des Scheißebauens mit Ehrenauszeichnung für besondere Verdienste. Und ich möchte euch gar nicht den ganzen Abend mit meiner Geschichte langweilen, sondern ich möchte euch jetzt mal fragen, könnt ihr euch im Entferntesten vorstellen, warum ich jetzt vor euch stehe? Zum Thema Diversität. Und ich meine nicht, weil es gerade modern ist in den Medien oder weil es irgendwie ein Trend ist und jeder auf diesen fahrenden Zug aufspringt. Diversität begleitet mich seit Kindestagen. Sowohl im positiven, bereichernden Sinne, als aber auch im negativen, zerstörerischen Sinne. Und es war eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis ich Diversität meine Stimme gebe. Aber was ist denn überhaupt Diversität? Was ist Diversität für mich ganz persönlich? So viel mehr als nur die Reduzierung auf die Hautfarbe, auf das Geschlecht oder die Sexualität. Diversität sind die 1000 Eigenschaften multipliziert mit den 1000 Äußerlichkeiten und wiederum multipliziert mit den Tausenden von Umwelteinflüssen, denen wir ausgesetzt sind. Und das alles insgesamt gibt in Summe die 1 Million Möglichkeiten, die dein ganz persönliches, individuelles Ich ausmachen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie bescheuert muss man sein, dass man Menschen aufgrund einer einzigen Tatsache in Schubladen steckt und diskriminiert und fertig macht? Wie dumm. Und es liegt daran, dass wir gerne pauschalisieren. Es geht darum, dass wir gerne die Fehler bei den anderen suchen. Anstatt, wenn wir schon pauschalisieren, uns ein bisschen mehr Mühe geben, dass wir es vielleicht auch positiv machen können, mit Respekt. Und dass das geht, möchte ich euch gerne beweisen. Lasst uns anfangen mit den heute schon öfter erwähnten verzaubernden Homosexuellen. Zunächst einmal möchte ich euch beglückwünschen. Ihr habt so unglaublich viel erreicht. Es ist so unglaublich viel passiert, seitdem wir jetzt das erste Mal zusammen Bodyguard gesehen haben. Und trotzdem gibt es noch so unglaublich viel zu tun. Homosexuellen sind immer noch Heterosexuellen nicht in allen Dingen gleichgestellt. Und schon gar nicht, wenn man über die Landesgrenzen hinausschaut. Ja. Und es ist trotzdem so, mich interessiert nicht, mit wem ihr schlaft. Ich liebe eure Community. Niemand hat einen geileren Klamottengeschmack als ihr. Niemand richtet seine Bude so geil ein wie ihr. Ja, und niemand macht geilere Partys als ihr, wo die letzte Schnarchnase noch tanzend auf dem Küchentisch tanzt. Es ist so. Und euch nur darauf zu reduzieren, dass ihr guten Geschmack habt oder tolle Partys macht, das würde euch auch nicht gerecht werden. Denn letztendlich seid ihr auch richtig charismatische Führungskräfte. Ihr wisst, wie ihr Leute motivieren könnt, wie ihr tolle Arbeitsbedingungen schafft. Und dafür liebe ich euch. Und mich interessiert nicht, mit wem ihr schlaft. Mich interessiert nur eins, ihr bereichert mein Leben und ihr macht diese Welt ein bisschen bunter. Und eins möchte ich noch sagen, ich bin der lebende Beweis, dass homosexuelle Eltern genauso tolle Kinder hervorbringen, wie es heterosexuelle tun können. Danke, dass es euch gibt. Seht ihr? Wie schön es ist, positiv zu pauschalisieren. Das macht richtig Spaß, oder? Lass uns weitermachen mit den Ausländern. Oha. Wisst ihr, wie beschissen es ist, in einem Land aufzuwachsen, dessen Sprache ihr nicht zu 100% sprechen könnt? Und wisst ihr, wie abgefuckt es ist, dass sich jeder darüber lustig macht und dich darauf reduziert? Aber wer Südländer kennt, weiß, das lassen die nicht lange auf sich sitzen. Da lernst du mal ganz schnell die Brüder und Cousins kennen. Überraschung, Überraschung, das endet nicht bei Kaffee und Kuchen. Aber auch hier würde ich nicht gerecht werden, wenn ich nur auf Loyalität gucke, sondern es ist genau das, wofür ich euch liebe. In eurer Mitte
fühlt man sich niemals schwach. Ihr schaut aufeinander. Und gleichzeitig habt ihr uns beigebracht, wie toll es ist, mal abends bei einem Gläschen Wein und kulinarischen Köstlichkeiten das Leben zu genießen. Weil ihr im Leben gelernt habt, dass es noch viel bescheuerte Scheiße gibt, als dass wir uns Gedanken machen, welche Rechnung wir heute überweisen oder welche nicht. Ihr habt uns den Urlaub nach Deutschland gebracht. Und dafür möchte ich euch danken. Ich könnte den ganzen Abend so weitermachen. Frauen, oh ja, die schwachen Frauen, ja, die mittlerweile in jedem Männerjob angekommen sind, die mindestens genauso gut machen. Dann nach Hause gehen, tolle Ehefrau sind, dann noch liebende Mutter sind und noch den Haushalt schmeißen, das alles zusammen unter einem Hut zu bekommen. Wow, Respekt. Alleinerziehende Mütter wie Väter. Jeden Tag, morgens bis abends, sonntags bis sonntags, früh bis spät, sind sie nur für jemand anders da und dann am Ende des Tages haben sie noch mal eine halbe Stunde Zeit für sich selbst und keiner sagt dir Dankeschön. Ich möchte das heute Abend tun. Und Ältere. Die wir ganz oft heutzutage vergessen, wenn ich immer Diversity sehe und über die Älteren wird gar nicht gesprochen. Wisst ihr, wie schwer es ist, in einer Zeit zu leben, wo sich gefühlt alle 3 Monate die Welt neu erfindet? 60, 70, 80 Jahre, jede 3 Monate, die Welt dreht sich und du musst immer gucken, den Überblick zu bewahren und mitsprechen zu können. Wow. Und trotzdem seid ihr in den unruhigsten Phasen des Lebens, in den unruhigsten Stürmen unser sicherer Hafen. Dafür möchte ich euch danken. Und eigentlich möchte ich allen danken, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit da draußen sich irgendeine Scheiße anhören müssen, in irgendwelche Schubladen gesteckt werden, die diskriminiert werden, die sich schämen müssen, obwohl sie eigentlich Superhelden dieses Lebens sind. Und deswegen möchte ich allen heute Abend hier und heute danken. Aber was ich euch damit veranschaulichen wollte, ist nicht, wie schön es ist, sich einfach mal Zeit füreinander zu nehmen und einfach mal Danke zu sagen. Sondern wie einfach es ist, sich einfach mal gegenseitig Respekt zu zeigen. Habt ihr gesehen, wie einfach das ist? Und das ist doch das Problem der heutigen Diversität. Also es liegt doch an dir ganz alleine, wie du dein Gegenüber interpretierst. Und es liegt doch an dir, was du mit der dir gebotenen Vielfalt so anstellst. Aber mal ganz ehrlich, um Love is Love geht es hier schon lange nicht mehr, um Toleranz auch nicht. Ist ein unglaublich rauer Ton ausgebrochen zwischen verschiedenen Fronten, die um die Vorherrschaft der Moral ringen. Alter Falter, keiner traut sich mehr überhaupt irgendetwas zu sagen, weil er Angst hat, irgendjemanden zu beleidigen oder zu verletzen. Es sind Diskussionen ausgebrochen über Gendern und Nicht-Gendern, über Straßennamenänderungen und Haltestellenumbenennungen. Wenn das unser Problem ist, heieieiei. Ich glaube, dass wir mit der momentanen Gangart niemanden für die Sache begeistern können, der nicht eh schon für diese Sache brennt. Weil wir fordern Empathie, bringen aber viel zu wenig davon denen entgegen, die wir eigentlich von der Sache überzeugen wollen. Und das funktioniert? Ich habe mir Gedanken gemacht und habe mir gedacht, wollen wir weiter mit der Moralkeule auf unsere Köpfe einschlagen und wollen hoffen, dass irgendetwas bei dem anderen kleben bleibt? Oder habe ich mir gedacht, was kannst du? Gut quatschen. Also geh auf Bühnen und versuche mit einer respektvollen Leichtigkeit Menschen das Anderssein näher zu bringen. Und weil es mir durchaus bewusst ist, dass es nicht immer eine Frage ist, von ob jemand das möchte, sondern sehr, sehr oft auch einfach eine Frage ist des Wies. Nämlich Menschen würden gern, aber wissen nicht, wie sie es tun sollen. Habe ich Coachings und Trainings entwickelt, um Menschen ihre Anderssein näher zu bringen, aber auch das der anderen zu erkennen und das gewinnbringend in die Gemeinschaft mit einzubringen. Und da sind wir an dem Teil meiner Geschichte, wo ich bis zum Hals in der Scheiße steckte. Heute stehe ich vor euch als selbstbewusster Unternehmer von 3 eigenen Unternehmen mit einem riesigen Netzwerk an coolen Leuten, die heute Abend hier sind. Die den Auftrag haben, diese Welt ein bisschen bunter zu machen. Und ihr fragt euch, Dennis, wie hast du es denn gemacht? Und da fallen mir ganz spontan 3 Dinge ein.
Nämlich, erstens, Diversität ist kein Opfer. Ich bin kein Opfer. Also versteckt euch nicht hinter eurer Vergangenheit. Zweitens, verdammt nochmal, jeder ist anders. Und das bedeutet, dass ich auch jeden, so skurril seine Meinung und seine Werte auch sind, respektiere und akzeptiere. Und das hat mir schon immer eine Herzlichkeit entgegengebracht, was mir viele Türen geöffnet hat, die ich alleine niemals hätte aufbekommen. Und drittens, jede Legende ist anders. Wären Sie heute die Superstars unserer Zeit, wenn Sie wie jeder andere wären? Haben Sie es nicht gelernt, Ihr Anderssein zur Marke zu machen? Lieben wir Sie nicht dafür? Freddie Mercury, Elton John, Madonna, Superman, der heutzutage locker Super Diverse Man heißen würde mit all seinen freakigen Eigenschaften. Und ist es bei Superman nicht auch so, der hat ja diese ganzen Fähigkeiten und am Anfang hat er sie vielleicht gar nicht so cool unter Kontrolle und er macht Dinge kaputt und er verletzt Menschen und die Menschen denken, boah, was bist du denn für ein Blödmann, geh weg, du machst ja alles kaputt, wir wollen dich nicht. Und er sitzt so trübselig in seiner Höhle oder wo er gelebt hat und denkt sich so, boah, keiner mag mich. Und am Ende trainiert er und lernt mit seinen Fähigkeiten umzugehen und es werden diese Superkräfte, die wir alle kennen und er hilft allen und er rettet die Welt und die Welt sagt, boah, ist der Typ geil, er ist der Supermann, er soll bitte mein Leben auch retten. Und ist es das nicht mit uns Menschen genauso? Haben wir nicht alle diese Eigenschaften, die wir mal besser und mal schlechter kontrollieren? Und manchmal auch gar nicht bewusst sind, dass sie überhaupt in uns schlummern? Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du morgen aufwachst und du würdest merken, dass deine vermeintlichen Schwächen Superkräfte sind, mit der du diese Welt zu einem besseren Ort machen würdest? Wie sähe diese Welt dann aus? Oder dieser Ort. Ich hoffe, harmonisch und nicht, dass wir uns alle gegenseitig angehen und die Worte im Mund umdrehen und uns die Köpfe einschlagen, uns in Schubladen stecken und uns für irgendwelche Scheiße reduzieren. Ich hoffe, dass wir miteinander leben. Denn ein berühmter Mann sagte einmal, I have a dream. Entweder wir werden als Brüder und als Schwester gemeinsam leben oder wir werden als Narren gemeinsam untergehen. In diesem Sinne, Köln, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht was aus eurer Vielfalt.